So, hallo, ich bin meine lieben Freunde, ich freue mich, dass ihr euch so, ich meine lieben Zuschauer, begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde. Ich müsste vielleicht nochmal ins Bild klicken. Zu einer weiteren Runde, The Binding of Isaac. Danke auf jeden Fall nochmal, das sage ich jetzt hier nochmal direkt am Anfangsparty, für die ganzen Kommentare wegen den Pillen und wegen den PvP-Arenen und alles Mögliche. Da bin ich euch auf jeden Fall sehr dankbar, dass ihr mir da schöne Tipps gegeben habt. Das sah einfach aus, als es war. Also, dass ich die Pillen direkt immer einsammeln soll, damit ich direkt weiß, was das für Pillen sind. Wow, 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 jetzt habe ich schon wieder fast viel was umgehauen hier. Krass, eine Feder. Space to use, okay. Alles gleich, und da habe ich auch noch keinen Plan, was es genau ist. Auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Resonanzen, auch für die langen Kommentare auch immer, ne? Wie gesagt, da freue ich mich auch immer total drüber, wenn ihr mir da echt wirklich teilweise ellenlange Kommentare schreibt mit Tipps und sowas. Also, ich versuche die auf jeden Fall alle zu beherzen, beziehungsweise mir zu merken. Oh Gott. Geht tot, geht alle tot. Wieso ist das Fass da? Ach, das ist TNT, ne? Na komm. Nicht, dass das TNT fast explodiert. Hallo, Explosions. Bam. Es kann, glaube ich, auch mal sein, dass da, glaube ich, auch mal irgendwie Items bestimmt rauskommen. Wie gesagt, ich habe mir auf jeden Fall einiges versucht zu merken. War nochmal auf der Wiki-Seite wegen den Pillen und wegen diesen ganzen Items und sowas. Und ich denke mal, ich werde die meisten jetzt sowieso dann meistens immer sofort benutzen. Als Hort. Das war ja auch so ein Item, was man eigentlich gut gebrauchen könnte. Oh Gott, ich hasse diese Viecher, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Und wieso stehen da in den Ecken TNT-Kisten? Wieso? Wieso, Mann? Wieso? Kannst du mir das mal sagen? Wie hinterher geflogen ist. Hier ist schon wieder der Bossraum. Das scheint auch schon wieder ein kleinerer Raum zu sein. Bomberman hier? Oh Gott. Der Gegner wird schwer. Glaube ich. Okay, jetzt komm mal hier aus seinem Loch raus. Bam, bam, bam. Komm, du komische Astronauten, Isaac, was auch immer du bist. Kommt der erstmal so ein kleiner Astronaut. Wie süß ist der denn? Macht er sich selber Schaden? Oh, cool. Stirb, 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 stirb. Ich finde es cool, dass er sich selber Schaden macht. Theoretisch könnte ich die Bombe eigentlich auch zu ihm schieben, ne? Wenn ich das irgendwie hinbekommen würde. Hallo, Bombe zu ihm. Stirb, stirb, stirb. Der war einfach. Ich glaube, den Gegner kann ich bisher auch noch nicht. The Book of Sins has appeared in the basement. Okay. Uiuiui, der gibt mir auf jeden Fall sehr, sehr viele Bomben. Das finde ich endsweet. Hier die blauen Steine, die kann ich jetzt selber nicht kaputt machen, ne? Glaube ich. Zu wissen. Keine Ahnung. nur das Einzige, was ich bisher noch nicht wirklich checke, ist das mit dem Geheimraum. Also, wo der jetzt genau ist. Weil manchmal ist er irgendwo, manchmal nicht. Das peile ich bisher noch nicht so ganz. Auch trotz Erklärung, weil der ist, glaube ich, echt immer random. Isaac Weathered Widow! Hab ich den... Dein Kopf ist falsch rum. Oh Gott, nicht Spinnenboss. Ich hasse... Ah! Jetzt hat er sich eingemacht! Alter, ich will doch nicht den ganzen Sperma hier haben! Ah, stirb. Komm hergesprungen. Nice. Oh Gott, das finde ich echt cool. Oh Gott, ich glaube, ich sollte die Viecher kaputt machen, weil da Spinnen, glaube ich, rauskommen. So viele Spinnen. Oh Gott, ich sterbe. Ich sterbe. Stirb, 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 stirb. Nein, 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 nein. Alter, stirb. Oh Gott. Oh, ja, ja. Okay, erstmal die ganzen Viecher hier kaputt machen. Stirb, 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 stirb. Dankeschön. Oh Gott. Ah, jetzt lasse ich mich auch noch von der Kackspinne treffen, ey. Ach, du lebst ja immer noch. So. Meine Fresse. Aber hey, ich habe wieder volles Leben. Das fort. HP ab, yay! Ich liebe es, wenn ich HP abbekomme. So, und jetzt nächste Loch, weil wir haben ja keinen Schlüssel bekommen, könnte ich in den Shop The Basement 2. Hi, Geschenku! Ach, das mit der Perücke, ne? Das kennen wir ja schon. Ne, Haufen Scheiße. Das ist auch ehrlich gesagt witzig. So, dann gehen wir mal direkt hier. Oh Gott, nicht komische. Oh, fuck, ich hätte das TNT fast sofort kaputt machen sollen. Dann wären die wenigstens alle explodiert, so. Komm, stirb, Zombie Isaac. Du hast gleich eh keinen Kopf mehr, kannst mich eh nicht mehr sehen. Hallo? Hallo? Stirb! Dankeschön. Bringt das TNT fast eigentlich was, wenn ich es explodieren lasse? Nee, nicht wirklich, ne? Okay, links oder rechts? Ich gehe einfach mal nach links. Oh Gott, nicht so ein Huren, so ein Steak. Ich hasse diese Viecher. Von denen lasse ich mich immer so leichtsinnig treffen, ne? Ist mir aufgefallen. Weil ich schau mal so ab und zu, oh Gott, in die Isaac-Aufnahmen rein. Von denen lasse ich mich auch um mich ein bisschen besser zu bessern. Und um mich ein bisschen besser zu bessern, genau. Um halt zu sehen, wie ich halt so drauf bin, was ich kleinere Fehler mache, ist das, denke ich mal, ganz gut, weil so schaue ich ja meine Videos eigentlich nicht. Aber ich denke mal so, zum Trainieren und sowas ist es eigentlich ziemlich chillig. Oh Gott, was soll ich's machen? Nein. Na ja, na ja. Oh Gott.
Okay, manchmal gibt es Herzen, manchmal nicht, weil, wie gesagt, hier habe ich ja jetzt eher eins bekommen. Okay. Wie gesagt, das peile ich auch noch nicht so ganz. Ich glaube, da muss ich dann eine Anzahl von Herzen dingsen, als mir bestimmt... Oh Gott, nicht Spinnen. Oh Gott, ich hasse Spinnen. Geht weg! Weil ihr seid so scheiße! Weil ihr springt auch so random die ganze Zeit hin und her! Oh Gott, das kann man voll nicht einkalkulieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, wie viele Leben haben die? Okay, die erste ist tot, die zweite ist tot. Kommt die dritte jetzt auch? Alter, ich hab dich doch voll getroffen! Oh Gott, die dritte ist tot. Oh, vierte ist tot. Oh, eine Kiste. Yay, ein halbes Herzchen. Ich freue mich. Okay. Oh, nicht schon wieder solche Hurensohn Isaacs. Ich hasse diese Vieh. Voll, der eine guckt da drin. Ich will nicht nur freshen, genau der hier. Ich will nicht nur freshen, Mann. Du bist doch voll lieb, Mann. Okay, wieder ein halbes Herz. Hier sind auch wieder keine blauen Steine. Blauen Steine habe ich total selten irgendwie. Oh Gott, nicht diese Viecher. Die sind irgendwie, weiß ich nicht. Die sehen so lieb aus, aber die sind bestimmt irgendwie total, weiß ich nicht. So. Okay, da ist auch schon der Bossraum. Hier bekomme ich bestimmt jetzt auch wieder ein Herzchen oder sowas. Oh, eine Bombe ist auch ziemlich chillig. Da oben ist auch wieder ein... Wieso ist das in der Wand? Wieso ist das denn? Die ist in der Wand. Okay, hat sich da irgendwie festgebackt oder so? Sieht auf jeden Fall ziemlich witzig aus. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gewollt ist. Aber vielleicht ist auch nur eine Attrappe. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt haben wir... Hier haben wir das Masterfeuer auf Doom, okay. Was auch immer das bringen soll. Okay, der Dingensraum, das hat mir übrigens auch erklärt, wieso er verschlossen ist und sowas. Dankeschön auf jeden Fall. Okay, hier kann ich jetzt aber nichts. Ich habe keinen Schlüssel, ich habe dafür keinen Schlüssel. Okay, da muss ich wohl oder übel jetzt in den nächsten Raum. Weil ich kann nochmal gucken, wo der Geheimraum ist. Wo könnte der denn sein? Also ich denke mal, ich vermute ihn nicht an der Arena. Ich vermute ihn eher hier unten. Auf der linken Seite oder so. Kann ich ja mal probieren. Eine Bombe habe ich ja noch. Okay, da ist er nicht. Das heißt, das werde ich da auf jeden Fall auch mal probieren. Mein Gott. YOLO-Mode kann man hier auf jeden Fall auch mal machen. So, Maus nochmal ein bisschen wegschieben hier. So, und dann direkt... Alter, Vater, es ging ja auch wieder ziemlich schnell hier die Runde. Oh, Alter, grab a Pin. Was ist Pin? Der guckt so böse. So. Oh Gott, nicht so ein Viech. Oh Gott. Ach, stimmt, das war das Viech. Und das auch noch das... Der erinnert mich voll an The Legend of Zelda Link to the Past Boss. Mit den Würmern im Samttempel. Okay, schadest du dich damit selber? Du hast dich, glaube ich, gerade irgendwie selber geschadet damit. Oh Gott, eigentlich ist der ziemlich einfach. Oh, das war knapp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was er sich auch für ein Arschloch auftut, wenn er sich da ein wieder... Da, voll das Arschloch. Achtet mal drauf. Ich glaube, ich sollte einfach nur, wenn er seine Kacke da macht, eigentlich nur neben ihm stehen. Ich glaube, da macht er eigentlich so am meisten Schaden. Beziehungsweise schadet mit sich selber. Er schadet mit sich selber, genau. Schadet sich selber, wie ihr gerade schon wieder gesehen habt. So, nice. Wow. Okay, die Milch. Ich möchte irgendwie ein cooles Item haben. So mit mega special Item. Bam, bam, bam. Und keine Ahnung. Oh, wieder ein Boss. Okay. Ach nee, das ist die Tür zum Rausgehen. Ich bin auch so doof. Alter, 5 Herzchen, aber ich habe bisher noch keinen Damage Boost. Das ist ehrlich gesagt doof. Oh, ich bin kacken. Guck mal, die sind immer kleine Pille, Mann. Und ich habe kein Klopapier. Oh Gott, das ist so witzig. Okay, in den Caves bin ich jetzt. So, dankeschön. Habe ich gewusst. wieso schenkt mir das Spiel jetzt gerade Geld? Das frage ich mich jetzt gerade im Ernst. Komm, mach kaputt. Dankeschön. Soll ich da rein? Ich habe genug Herzen, ne? Oh, ein virtuelles Herz. Und... fliegen. Geht weg. Und wieder raus. So. Das haben wir ja jetzt gerne gemacht. Genug Herzen haben wir ja. Möchte mir das Spiel jetzt gerade verarschen oder ich weiß es nicht. Und da oben sieht es irgendwie so aus, als ob da ein Raum ist. Oh Gott, nicht diese Zombie-Isaacs. Oh Gott, nein, nein, nein. Geht weg, die laufen auch immer so scheiße. Und die werden dann zum Haufen Kacke, wenn ich die tot mache. Das ist uncool. Oh Gott, stirb doch einfach. Stirb. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da oben kommt der eine. Ich weiß nicht, wie ich die kaputt. Geh tot, dankeschön. Komm, Happy Meal, geh kaputt. Oder so. Wieso Happy Meal? Ich habe keine Ahnung. So, dankeschön, da habe ich mein halbes Herz wieder. Okay, ich habe immer noch 5 Herzchen und trotzdem noch kein... Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Stirb. Stirb. Stirb, habe ich gesagt. Danke. Jetzt wieder komische Eintagsfliegen hier, die keinen Plan haben, wo sie hin sollen. Da brauche ich eine Leiter, ne, um darüber zu kommen. Ansonsten kann ich das ja kaum in die Luft springen. Schade. Mann, oh, da wollte ich doch hin.
Und ich habe außerdem nur noch eine Bombe, die möchte ich irgendwie gut einsetzen. Ich weiß nicht, ob da der Geheimraum ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein leerer Raum. Ach so, da bin ich gespawnt. Oh Gott, nicht so Viecher. Bitte gebt mir einen Schlüssel, das wäre ziemlich cool von euch. Genau, Happy Halloween und so. Oh Gott. Oh Gott. Stimmt, die schießen ja so hurensohnhaftig. Oh, jetzt trifft doch mal. Ah, toll, eine Bombe. Ah, hier haben wir so einen blauen Stein. Ein paar Bomben, wieder virtuelles Herz. Wieso nenne ich das eigentlich immer virtuelles Herz? Das ist doch eigentlich auch total dumm. Oh Gott, die sind auch wieder so scheiße zu treffen, ey. Erstmal die Fliegen. Oh Gott, das werden wieder so viele Fliegen, Alter. Und ich habe es bisher noch kein einziges Mal getroffen. Oh Gott, das sind so viele Fliegen. Ich hasse Fliegen. Stipp, 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 stipp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo. Ich habe Schnupfen. Ich hab, oh Gott, verdammt. Ich habe Schnupfen. Oder Husten, keine Ahnung. Alter, jetzt... Vor allem, wie die sich auch immer wieder verstecken, ne? Das ist gerade echt eine Sauarbeit hier. Okay, der erste ist tot. Oh Gott, diese Fliegen nerven so richtig hart. Ne, das glaubt ihr gar nicht. Ja, noch teilweise schlimmer als diese Vagina-Viecher. Oh Gott, jetzt versteck dich doch nicht die ganze Zeit da. Hallo. Ist zwar cool, deine Taktik. Oh, geht weg, geht weg, geht weg. Stirb, stirb. Oh Gott, ich laufe auch noch genau rein. Okay, ich hole mir jetzt auf jeden Fall diese Truhe. Oh yeah, ein Schlüssel. Nice, 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 nice. Goldraum, Goldraum, Goldraum. Homing Shoots. Okay, jetzt schieße ich aus meinem Auge. Kann ich auch wieder aufladen? Nee, so wie es aussieht, nicht. Ich glaube, so ein Auge hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Beziehungsweise so Schießdinger. Aber keine Ahnung, was die jetzt genau machen. Ob die jetzt stärker sind oder so. Oh Gott, nicht solche Viecher. Komm, geh auf. Alter, die brauchen immer so viele Schüsse. Okay, komm. Muss mich konzentrieren. Komm, geh auf. Hallo, Ronaldinho. Ach, die kommen auch zurück, ne? Oder? Kommen die zurück? Nee. Okay, ich habe mich schon wieder treffen lassen, Alter. Das ist echt uncool. Zum Glück habe ich da noch ein Herz rum. Nee. Ach nee, das ist mein virtuelles Herz gewesen. Ich habe wieder fast... Das ist voll der Buddha-König hier, ist mir aufgefallen. Also, Augen zu und trotzdem weinen. Oh, nicht fliegen, Viecher. Stirb, 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 stirb. Ach so, die Dinger verfolgen die Oh Gott. Oh Gott, war das dumm. Die Kugeln verfolgen die Gegner. Das ist cool. Also halt, wie ihr jetzt gerade seht, warte mal, wenn ich jetzt hier schieße, dann fliegt das in die Richtung, glaube ich. Glaube ich zu wissen, ist mir gerade irgendwie aufgefallen. Da, ist schon wieder so eine Kurve geflogen. Ich bin ein Emo. Oh Gott, ich hasse diese Sackfliegen. Okay, ich habe keinen Schlüssel, von daher hier lang. Oh, ist schon wieder so ein scheiß Raum. Soll ich, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Oh, danke schön. Oh, toll, Bomben. Bringt mir jetzt auch nicht so viel für ein Herz, was ich jetzt geopfert habe. Okay. Obwohl, soll ich mir die Münze hier holen? Ne, ich habe genug Münzen, da kann ich die Bomben eigentlich sparen. Oh, hier ist ja auch noch ein Herz, wie cool. Dankeschön. Okay, und dann jetzt einfach zum Boss da hinten laufen. Hier wäre auch noch ein Herz gewesen. Meine Fresse. Also bisher läuft die Runde eigentlich ziemlich cool, glaube ich. Glaube ich zu wissen, keine Ahnung. Genau, hier wollte ich mal gucken. Das sieht irgendwie so verdächtig aus. Okay, es war wohl nicht verdächtig. Okay, wo vielleicht noch ein Goldraum sein könnte, beziehungsweise ein Geheimraum sein könnte, ist hier unten. Das kann ich ja mal ausprobieren. Zwei Bomben habe ich ja noch. Ah, nice! Ich hab den mal so gefunden. Oh, toll. Okay, ich sollte nochmal am Automaten spielen. Das wurde mir auch gesagt, dass ich das öfter mal ausprobieren soll. Weil da auch manchmal so Special-Items rauskommen oder sowas. Auf jeden Fall, da schmeiß ich jetzt 5 Münzen rein. Mal gucken. Und dann spreng ich ihn auf jeden Fall gleich in die Luft. Yay, ein Schlüssel, nice. Dann kann ich oben in den Shop. Oder? Egal, ich spreng ihn jetzt in die Luft. Ah, verdammt, ich dachte jetzt, dass irgendwie nochmal eine Bombe rauskommt. Soll ich in den Shop reingehen? Ich glaube, da gehe ich jetzt nochmal rein. Vielleicht habe ich da irgendwie Glück, dass da irgendwie was Cooles drin ist. Weil 15 Münzen, das reicht ja meistens für den Shop. Vielleicht habe ich ja Glück, dass ich die Karte finde oder, keine Ahnung, Kompass oder irgendwie was anderes Hilfreiches. Was eigentlich ziemlich cool ist. Was mich bisher gewundert hat, ich war jetzt in 3 Räumen und habe bisher noch keine Pille gefunden, Mann. Keine Pille für zwischendurch oder so. Also voll doof. Okay, eine Leiter. Ich glaube, die nehme ich mal mit. Vielleicht kann man die ja gebrauchen. Vielleicht kann ich die ja gebrauchen. Genau, hier zum Beispiel jetzt für. Sehr cool. Hat sich immer ein bisschen gelohnt. Man muss ja auf jeden Fall jetzt nicht mal die ganze Zeit Bomben benutzen und so einen Dreck.
Da lang. Ich verlaufe mich hier immer trotz Karte. So. Boah, ich habe die ganze Zeit vorhin Kohlensäuregetränke getrunken, ne? Ich muss die ganze Zeit die Rülpse unterdrücken. Auch wenn ich gerne in Let's Plays rülpse, aber trotzdem. Das ist ja auch noch eine Truhe. Cool, hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gelohnt, meine lieben Freunde. Jetzt habe ich wieder zwei Bomben. Nice. Okay, mal gucken, was als Boss kommt. Alter Kurve. Auch nicht schon wieder gehört. Ich hasse dieses Viech. Oh Gott. Vor allem, weil er auch die ganze Zeit diese scheiß motherfucking Hurensohn-Viecher macht. Okay, einfach draufballern. Einfach draufballern. Die. Oh Gott. Oh Gott, ich hasse auch diese Viecher, ne? Oh Gott, verdammt. Einfach diese Viecher kaputt machen. Stirb doch. Dankeschön. Und sterben, 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 bevor er mich trifft. Oh Gott, stimmt, der macht ja auch die ganze Zeit solche Hurensohn-Viecher. Oh Gott, und ich lasse mich auch noch treffen. Ich habe den bisher so wenig abgezogen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, normalerweise kann man das eigentlich gut abteilen, wenn er das macht. Verdammt, das wollte ich doch gar nicht. Ich sollte eigentlich immer hier am Rand bleiben. Oh Gott, jetzt hat er so eine komische Sackfliege rausgekackt. Okay, hallo, mach das Viech kaputt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Alter, das sind mir zu viele Fliegen. Too much Fliegen. Too much Fliegen, Alter. Ich hab doch das letzte Mal nicht so Schwierigkeiten, Digga. Oh Gott, ich laufe auch noch überall durch und ich bin gleich tot, Mann. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh, nein, 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 ich will doch nicht sterben. Das wäre dann meine kürzeste Runde Isaac, Mann. Oh Gott, vor allen Dingen, ich mache auch noch gar nicht so viel Schaden. Das ist gerade echt ziemlich scheiße. Oh Gott, das war jetzt gerade gut, dass ich nicht getroffen wurde. Oh Gott. Ich stelle mich gerade so doof an. Ich glaube, ich sterbe hier. Ich sterbe hier, meine lieben Freunde. Tut mir leid für diesen kurzen Part, aber was heißt kurzer Part? Der ist ja schon 17 Minuten gleich lang. Oh Gott, nein! Und dann laufe ich auch noch genau rein. Und ich bin gestorben durch dieses komische Ding. Alter, das ist aber auch scheiße zu besiegen, ne? Ich glaube, da muss ich echt irgendwie Schnelligkeit oder sowas noch haben. Keine Ahnung, aber ich habe mich einfach nur dumm angestellt. Scheißdreck, ey. Ja, na gut, das war's dann mit dem Part The Binding of Isaac. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß gehabt habt, meine lieben Freunde. Und dass der Part euch gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, wenn es da wieder heißt Let's Play The Binding of Isaac. Haut rein, meine lieben Freunde. Und ciao.